Mein Name ist Luca Beinhoff. Ich arbeite hier als Psychologe in Ausbildung zum Psychotherapeuten und bin seit gut 5 Monaten hier in der Celenus Fachklinik Schweizer Wiese. Meine Ausbildung zum Psychotherapeuten mache ich in Heidelberg. Das ist 1 Stunde hier von Karlsruhe und Bad Herrenalb ist so 1/2 Stunde von Karlsruhe. Also das passt von der Lage für mich super. Und genau, die geht ungefähr 5 Jahre, plus minus, wahrscheinlich eher plus. Und hat verschiedene Teile. Also zum einen gibt es einen theoretischen Teil, der findet in Heidelberg statt. Der geht jetzt gut 2,5 Jahre. Und dann aber auch viel Selbsterfahrung, dass ich Selbsttherapie machen darf, allein und in der Gruppe. Dass ich dann später auch sehr viele ambulante Fälle selbst therapeutisch eben begleite. Und ein großer Teil ist eben die praktische Tätigkeit. Und die mache ich hier in der Reha-Klinik hier in Bad Herrenalb. Und das Schöne hier an der Reha-Klinik ist, dass hier sowohl die PT1 als auch die PT2 gemacht werden kann. Das heißt, sowohl der psychiatrische als auch der psychosomatische Teil. Einfach weil wir hier alle Indikationen haben, also verschiedene Störungsgruppen, eine ziemlich große Bandbreite. Und wir, genau, das dadurch anerkannt ist quasi für beide Teile. Und das ist sehr praktisch, dass ich mir da nicht verschiedene Stellen suchen muss. Die Theorie, die ich in der Ausbildung bekomme an meinen Wochenendseminaren, so ist es bei uns organisiert, kann ich dann natürlich, wenn es thematisch passt, und das tut es oft, hier auch in der Klinik gleich anwenden, gleich ausprobieren, reflektieren, gleichzeitig die Sachen, die ich hier in der Klinik erlebe, die Fallbeispiele quasi, die helfen mir natürlich, wenn ich dann die theoretischen Inhalte in der, im Institut höre. Wir haben da auch Balint-Gruppen, das sind so eine Mischung aus Supervision und Selbsterfahrung, wo wir über Fälle sprechen und wie wir uns mit denen fühlen. Und das ist natürlich auch fantastisch, wenn ich hier natürlich Fälle mitbringen kann ins Institut und gleichzeitig dann hier nach der Balint-Gruppe zurückkomme und mit einem anderen Gefühl der Patientin begegnen kann. Mein typischer Arbeitstag unterscheidet sich so ein bisschen je nach Tag. Heute ist Dienstag zum Beispiel, da ist morgens die große Intervision. Das heißt, da treffen wir uns im Falkenstein-Raum, im großen Besprechungsraum. Und da wird zum einen von der Pflege werden Besonderheiten vorgestellt, die gestern waren oder über Nacht passiert sind. Und dann wird im Team eine schwierige Situation oder Rehabilitanten besprochen, wo wir uns Meinung von anderen Therapeutinnen und Therapeuten wünschen. Das gibt es jeden Tag, so eine Konferenz. Aber am Dienstag ist das Schöne, dass wirklich im Grunde alle, die therapeutisch arbeiten, dabei sind. Das heißt, auch Ergotherapie, Kunst, Sporttherapie, die Ernährungsberatung. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Genau, aber dass wir da uns im Team groß quasi austauschen können, verschiedene Perspektiven haben. Dann habe ich je nach Tag Einzelgespräche, manchmal auch eben Gruppentherapien 2-mal die Woche. Die gehen dann 1,5 Stunden. Und auch da ist das Schöne, dass für gewöhnlich die Personen, die bei mir im Einzel sind, dann auch in der Gruppe sind. Und dann war es das im Grunde für den Dienstag auch schon. An anderen Tagen findet zum Beispiel die Psychologenbesprechung statt. Das ist dann donnerstags, wo wir im Team gemeinsam, auch quasi nur wir Psychologinnen und Psychologen, über Fälle sprechen können, über Besonderheiten. Der Austausch mit erfahreneren Kolleginnen und Kollegen ist hier wirklich fantastisch. Also wir haben einige Psychologinnen, teilweise immer probiert als Psychotherapeutinnen, die hier arbeiten. Und was ich wirklich toll finde, ist, dass wir von verschiedenen Vertiefungsrichtungen hier Therapeutinnen haben. Das heißt, sowohl verhaltenstherapeutisch als auch tiefenpsychologisch als auch systemisch arbeitend. Und da haben wir auch für uns Peers, für uns Psychotherapeutinnen in Ausbildung, Sprechzeiten, wo wir dann quasi hingehen können, Fragen stellen können. Das heißt, im Grunde könnten wir wirklich mit einem Fall, wo wir jetzt nicht so wirklich weiterkommen, einmal aus verhaltenstherapeutischer, aus tiefenpsychologischer, aus systemischer Sicht Unterstützung bekommen. Und das finde ich wirklich toll. Ich finde, die praktische Tätigkeit in der Reha-Klinik ist eine wirklich gute Möglichkeit, um reinzustarten in die Ausbildung zum Psychotherapeuten. Zum einen, weil in aller Regel die Schwere der Symptome nicht ganz so ausgeprägt ist wie in der Psychiatrie. Gleichzeitig haben wir jetzt hier im Haus wirklich im Grunde alle Indikationen. Das heißt, ich kann wirklich Erfahrungen mit allen möglichen Störungsbildern oder auch Persönlichkeiten sammeln. Und das sowohl im Einzel- als auch im Gruppensetting mit viel Supervision. Deswegen finde ich das einen guten Start in die Ausbildung. Ich habe mich für die Celenus Fachklinik Schweizer Wiese entschieden,
weil mein Institut schon seit gut 20 Jahren eine Kooperation mit der Klinik hat und da hatte ich schon ein ganz gutes Gefühl, dachte ich, so schlecht kann es ja nicht sein. Und hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich eine gute Klinik ist. Ich bin zufrieden hier. Ganz besonders Spaß in der Arbeit macht mir hier die Arbeit im Team. Also das Team ist wirklich großartig. Auch das Sommerfest war toll. Ich freue mich schon aufs Weihnachtsfest. Und es ist wirklich ein toller Zusammenhalt. Es finden viele informelle Gespräche statt. Man kann immer zur Pflege gehen und da mal nachfragen, wie es so läuft. Mit dem Schreibdienst kann man sich gut unterhalten. Und das ist einfach ein schönes gemeinsames Arbeiten und ein guter Austausch. Und das kommt zum einen Rehabilitanten zum Gut, aber mir macht das Arbeiten einfach auch sehr angenehm und macht mir viel Spaß.